Guten Tag im Hörsaal. Ich begrüße die Kommission und ich begrüße die Gäste im Livestream über YouTube. Ich vertrete heute den Vorsitzenden hier in dieser Rolle, dass ich hier kurz was erzähle zu Beginn hier. Vorsitzender am Hals. Gut. Wir sind heute zusammengekommen zur Verteidigung der Dissertation von Steve Grail, autonome Instrumentierung von Altbergbau durch einen mobilen Manipulator. Die Kommission hat soeben getagt in einer ersten Sitzung, hat den Beschluss gefasst, dass wir die Dissertation annehmen. Und insofern fehlt jetzt hier noch der letzte Schritt, 30 Minuten Verteidigung und danach Fragen durch die anwesende Kommission und dann auch durch das Publikum über Chat, wo immer Sie dabei sind. Christian, Chat. Genau, also wir haben hier vorne noch ein zweites Notebook stehen, wo der Chat dann noch eingeblendet ist und ich die Fragen dann lesen kann. Okay, alle sind informiert. Also ich begrüße die Kommission. Der Vorsitzende Konrad Bosheim ist anwesend, Professor Schiemeier aus der Mathematik ist da, Sebastian Zug als Zweitgutachter. Mein Name ist Bernhard Jung. Gut, die Hauptperson heute ist Steve Grail. Ich möchte kurz ihn in seinen wissenschaftlichen Werdegang vorstellen. Er hat einen Abschluss als Diplom-Ingenieur an der TU Bergakademie Freiberg. Engineering and Computing heißt der Studiengang. Und seit 2014 ist er Mitarbeiter hier am Institut für Informatik, hat in verschiedenen Robotikprojekten gearbeitet, als erwähnen das Mining Rocks Projekt, das erste Bergbau-Robotik-Projekt, das wir hatten, und hinterher in Aridua und war auch beteiligt an Andromeda zum Beispiel, wo er auch bei der Beantragung mitgeholfen hat im Übrigen und hat natürlich auch in anderen Projekten auch mal so ausgeholfen wie Holomine und IDmon bestimmt auch, also verschiedene Projekte alle im Forschungsbergwerk der Bergakademie Freiberg. Ja. Damit belassen wir es mal. Herr Grail ist zurzeit oder seit einigen Monaten bei der HUK in Coburg als Data Analyst, Data Scientist. Ja, genau. Eins von beiden oder beides. Ja, was denn nun? Offizielle Berufsbezeichnung ist Data Scientist, aber die Aufgabenfelder sind fließend. Ja, also wichtiges Feld auch Data Scientist, was ja auch bei der Auswertung mit dazugehört. So, die Verteidigung ist 30 Minuten. Steve, deine Show. Vielen Dank, Professor Jung, für die einleitenden Worte. Ich begrüße natürlich auch ganz herzlich die Prüfungskommission und freue mich, dass wir das hier im Hörsaal unter diesen Bedingungen stattfinden lassen können und natürlich auch den Livestream und die Leute, die auf diesem Weg mit dabei sind, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Dissertationsthema ist autonome Instrumentierung von Altbergbau durch einen mobilen Manipulator. Die Dissertation liefert drei wesentliche Beiträge zum Forschungsgebiet. Das eine ist in Form dieses mobilen Manipulators, also der Roboter, der jetzt hier auf dieser Folie schon zu sehen ist. Das andere ist, oder der zweite wesentliche Beitrag ist dann die Instrumentierung des Bergwerks. Dabei geht es darum, dass speziell gefertigte Sensorstationen, also hier habe ich auch mal eine dieser Stationen mitgebracht, durch den Roboter autonom im Bergwerk platziert werden. Und der dritte Beitrag ist eine ausführliche experimentelle Evaluierung der vorgestellten Absetzroutine zum einen, zum anderen aber auch des Roboters an und für sich, wie er sich in der untertägigen Anlage bewegen kann. Zunächst möchte ich auf die Ausgangssituation eingehen, also was begegnet man, wenn man sich mit untertägigem Bergbau beschäftigt, was sind das für Strukturen? Und typischerweise hat man keine Umgebungsbeleuchtung oder muss die Umgebungsbeleuchtung selbst mitbringen. Es sind auch sehr enge Querschnitte, die man zu erwarten hat. Es ist quasi keine Umgebung, in der man sich beliebig frei bewegen kann, sondern man muss die Einflüsse mit berücksichtigen, wenn man da drin agieren muss.
Und hinzu kommt, was so die wesentliche Motivation auch ist, dafür Roboter dort einzusetzen, es ist eine sehr gefährliche Umgebung, in der Form, dass es immer wieder zu Unglücken kommt. Also im letzten Jahrzehnt war das schwere Grubenunglück beispielsweise in der Türkei, auch in China und im Fernost gibt es immer wieder entsprechende Unglücke mit leider auch Todesfolgen für die Bergleute. Entsprechend ist die Sicherheit ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und jetzt ist es die Hoffnung dieser Arbeit oder des Forschungsgebietes, dass man Roboter dort zum Einsatz bringt, um den Menschen als Arbeitskraft dort zu entlasten und aus diesen Gefahrensituationen, wenn möglich, so weit wie möglich zu entfernen. Dafür ist es notwendig, dass so ein Roboter selbstständig handelt, also autonom und entsprechend auch Technik mitbringt, die einen Informationsgewinn in diesen Bergwerken ermöglicht. Also man kann sich vorstellen, dass man dort spezielle Messstationen ausbringt, die zum Beispiel Gasgemische analysieren oder aber auch, dass dort gewisse andere Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchte und Ähnliches überwacht werden. Das Ganze muss allerdings verlässlich geschehen. Es bringt ein wenig, wenn man in einer Rettungsmission den Roboter vorschickt und der Roboter nach 5 Metern liegen bleibt und man dann einen weiteren Roboter losschicken muss, den Roboter sozusagen zu retten. Entsprechend ist eine gewisse Robustheit und Verlässlichkeit bei diesen Ansätzen wesentlich. Jetzt sind wir hier in Freiberg nicht die Einzigen, die uns sich mit dem Thema beschäftigen, sondern es hat eine derartige Relevanz bekommen, dass die DARPA, also eine Regierungsbehörde aus den USA, einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, wo es darum geht, untertägige Anlagen mit mobilen Robotern autonom zu erkunden. Das heißt, die Systeme, die wir hier in dem Video sehen, die reagieren selbstständig und sind nur auf einer sehr hohen Ebene durch den Menschen gesteuert. Also sie geben ihre Ergebnisse, diese haben durchaus wieder zurück an den menschlichen Operator, der ist aber außerhalb des eigentlichen Bergwerks, in dem sie sich bewegen. Aufgabenstellung ist, eine Karte, ein 3D-Modell von dieser untertägigen Anlage zu erstellen und darin verschiedene Gegenstände zu lokalisieren, also wie beispielsweise einen Akkuschrauber, einen Helm, einen Rucksack oder ähnliches. Dazu müssen die Systeme gewisse Teilaufgaben erfüllen oder werden damit konfrontiert. Zum einen ist es natürlich die autonome Navigation. Also es gibt Bereiche, die sie betreten, wo keine Kommunikation mehr mit dem eigentlichen Menschen zur Verfügung steht. Und sie müssen jetzt selbstständig entscheiden, welchen Abzweig sie nehmen oder welchen Weg sie als nächstes weiterführen und erkunden. Zum anderen müssen sie natürlich auch ein Umgebungsmodell aufbauen, eine Karte, und sich in dieser Karte fortwährend lokalisieren. In der Robotikgemeinschaft kennt man das als SLAM-Problematik. Und Kommunikation spielt auch eine wesentliche Rolle, weil es meist Teams von Robotern sind, die auch gemeinsam agieren. Und die Aufgabe, diese Gegenstände zu lokalisieren, stellt die Roboter auch vor die Herausforderung, dass sie das, was sie finden, wieder zurückberichten müssen. Da gab es verschiedene Ansätze. Einige haben dort Kommunikationsstationen fallen lassen auf dem Boden und haben dann darüber kommuniziert. Andere sind einfach aus dem Gebiet zurückgefahren zum Ausgangspunkt und haben dort dann eine entsprechende Kommunikationsverbindung mit den Menschen hergestellt. Also auch die Mensch-Roboter-Interaktion ist dort insofern relevant, als dass dieses Interface, über das der Mensch den Roboter steuert oder zumindest mitbekommt, was der Roboter gerade sieht und wie er sich verhält, dass das so designt ist, dass er die Informationen auch entnehmen kann. Hier sehen wir jetzt nochmal ein Beispiel von dem, was unter Tage immer zu erwarten ist, und zwar, dass man Situationen begegnet, die man so einfach in einer Simulation oder in einem Labor nur sehr schwer vorhersehen kann oder auch bereitstellen kann. Und wir sehen jetzt hier, der Roboter ist offensichtlich gestürzt. Das ist ein Spot von Boston Dynamics. Und er braucht jetzt eine Fallback-Lösung, also quasi eine Möglichkeit, aus diesem Zustand, dass er umgefallen ist, wieder in den Zustand zurückzukehren, wo er weiter erkunden kann. Das macht er hier in der, versucht er mit der Strategie, dass er die Füße wieder auf den Boden ausrichtet und von dort dann aufsteht. Und damit ist er zumindest wieder in der Lage, das Bergwerk weiter zu erkunden. Er muss jetzt allerdings das mitnehmen und darf nicht wieder diese Rampe versuchen hinaufzulaufen, weil dann stürzt er wahrscheinlich wieder. Genau. Also die Ergebnisse sind von letzten Freitag, da war das der finale Lauf. Es ist quasi immer noch ein aktuelles Forschungsgebiet, wie mobile Plattformen unter Tage agieren. Diese Arbeit geht hier einen Schritt weiter. Wir wollen neben der mobilen Plattform, mit der wir uns unter Tage bewegen, auch noch Manipulationsaufgaben
erfüllen. Manipulationsaufgaben, darunter versteht man, dass ein Roboterarm, so wie er hier zu sehen ist, zusammen mit einem entsprechenden Werkzeug, das ist das, was quasi am Endeffektor angebracht ist, Aufgaben erledigt. Hier jetzt ein Beispiel der Kollegen aus Delft bei der Amazon Picking Challenge. Da ging es darum, aus diesem Regal verschiedene Objekte zu greifen. Dazu musste man zunächst die Objekte erkennen, dann entsprechend planen, wie muss der Roboterarm sich in dem Fall bewegen, damit er in eine Lage kommt, wo er die auch greifen kann. Und greifen hieß in dem Fall, die haben jetzt einen Sauggreifer, dass er über Unterdruck an einem Kontaktpunkt dort eine entsprechende Verbindung herstellen, sodass sie das Objekt sicher dann auch wiederum ablegen können. Die Teilaufgaben, denen man da begegnet ist, man muss zum einen das Objekt an und für sich bekennen, man muss natürlich die Bewegung des Roboterarms auch planen, sodass der nicht kollidiert mit der Umgebung, ungeplant, und man muss an und für sich den Griff halt auch noch entsprechend parametrieren. Aufgabenplanung beschreibt in dem Sinne die Abfolge dieser einzelnen Teilschritte, dass man dort auch noch autonom bleibt. Wenn man jetzt die beiden vorgestellten Wettbewerbe ein bisschen zusammenwürfeln möchte, dann landet man bei einer Plattform, die so aussieht wie Julius. Also sprich, wir nehmen zum einen die mobile Basis, wie wir es in der Subterranean Challenge halt auch gesehen haben, und zum anderen so eine Manipulationseinheit, wie auch aus dieser Amazon Picking Challenge. Man sieht es hier unten in grün angedeutet, ist diese mobile Basis, die besteht aus 4 Rädern, die über eine starre Achse mit jeweils einem Elektromotor verbunden sind und dort einen Differentialantrieb quasi bilden. Und auf dieser Basis aufbauend ist hier im Bild zu sehen auf der linken Seite der Roboterarm. Der hat 6 Freiheitsgrade, also sprich 6 Gelenke, die individuell eingestellt werden können, und an seinem Endeffektor, also nicht an der Basis, die ist hier unten zu sehen, sondern oben am Endeffektor, befindet sich eine anthropomorphe Hand. Also das ist eine Hand, die ist dem Menschen nachempfunden in dem Sinne, dass sich ihre Finger auch zur Handfläche hinschließen können. Sie ist unteraktiviert zusätzlich, das heißt, die Motoren sind lediglich in den Grundgelenken der jeweiligen Finger, und die restlichen Gelenke, die diese Hand besitzt, legen sich dann immer entsprechend um die Objekte, die gegriffen werden sollen, und erlaubt so auch einen Formschluss. Ergänzt wird das Ganze durch eine RGBD-Kamera, das ist eine Kombination aus Farb- und Tiefenkamera, die es dem Roboter erlaubt, verlässlich seine Umgebung wahrzunehmen. Neben dieser Manipulationseinheit bringt Julius auch noch verschiedenste Sensorik mit, also zum Beispiel einen dreidimensionalen LiDAR, der über mehrere Scannen eben die Umgebung abtastet, als auch Wi-Fi, 2 Industrierechner, die entsprechende Rechenkapazität zur Verfügung stellt, damit er auch Planungsaufgaben vor Ort lösen kann, und weitere Kamerasysteme, die die Umgebung abtasten. Jetzt steht Julius vor der Aufgabe, derartige Stationen im Bergwerk und auch anderswo natürlich zu platzieren. Und dafür stellt diese Arbeit, also die Dissertation, eine autonome Absetzroutine vor. Die besteht im Wesentlichen aus 7 Teilschritten. Der erste Teilschritt ist ein Umschauen, wo das Umgebungsmodell verfeinert wird, sodass eine kollisionsfreie Planung ermöglicht wird. Im zweiten Schritt wird versucht, die Bodenebene zu identifizieren, dort, wo der Roboter die Station entsprechend absetzen will. Die Absetzposition wird im dritten Schritt dann ermittelt. Anschließend greift der Roboter die Station, und in dem Moment, wo er sie gegriffen hat und die Relation zwischen seiner Hand und dieser Station geklärt ist, kann er noch die Rotation bestimmen, mit der er die Station absetzen möchte. Nachdem diese Informationslage geklärt ist, kann er dann das Ganze realisieren, die Planung entsprechend machen und agieren. Und anschließend, im letzten Schritt, im 7. Teilschritt, kehrt er in eine Konfiguration zurück, mit der er die Station sehen kann, und vergleicht dann Soll und Ist in dem Moment. Also findet Julius die Station dort wieder, wo er sie auch absetzen wollte. Während all dieser verschiedenen Teilschritte ist es wichtig, dass der Roboterarm geplante Bewegungen vollführt. Und es bedeutet in dem Sinne, er hat immer eine Startkonfiguration, von der er ausgeht, und eine Zielkonfiguration, wo er hin will. Also sprich, die Gelenkwinkel müssen von einer Ist-Stellung zu einer Soll-Stellung dann bewegt werden. Und das Ganze findet mit Sample-basierten Planern statt. Ich habe das versucht, hier mal in dieser Grafik etwas zu visualisieren. Diese grauen Punkte sind jetzt entsprechende Gelenkwinkelstellungen, die der Arm einnehmen kann. Und dieser grüne Bereich, den man hier sieht, das ist ein Konfigurationsbereich, also Gelenkwinkelstellungen, die ungültig sind. Ungültig bedeutet in
den Fall, dass sie zur Kollision führen, entweder der Arm mit sich selbst, mit dem Roboter oder aber auch mit der Umgebung. Und jetzt steht der Roboter vor der Aufgabe, von einer Startkonfiguration zu einer Zielkonfiguration zu kommen und muss in diesem Konfigurationsraum entsprechend einen Graphen planen. Das Problem ist, diese Hindernisse, also diese Bereiche mit ungültigen Konfigurationen, sind nicht explizit modellierbar. Und deswegen ist Stand der Technik, dass man dort samplebasierte Verfahren, also ich ziehe quasi immer wieder Stichproben von Konfigurationen aus diesem Raum und versuche dann mit diesen neuen Konfigurationen einen entsprechenden Pfad zu planen. Und sobald mir das gelungen ist, also quasi nur mit diesen grünen Konfigurationen und nicht mit den roten, sobald mir das gelungen ist, so einen Pfad hier zu identifizieren, kann ich eine entsprechende Trajektorie ableiten, die der Arm dann abfährt. Man sieht es hier auf der rechten Seite, ist das mal angedeutet. Wesentlich ist dabei, oder was die Planer unterscheidet, die zur Verfügung stehen, ist, auf welche Art und Weise sie diese Stichprobe aus dem Konfigurationsraum erheben. Den Planer, den Julius hauptsächlich verwendet, das ist der K-Piece-Planer, der hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass er ähnlich wie das hier angedeutet ist, sich möglichst nah an dieser Grenze zwischen gültigen und ungültigen Konfigurationsraum bewegt. Die Grundlage dafür, dass diese Planer überhaupt funktionieren, ist aber ein Umgebungsmodell. Also ich muss die Umgebung kennen, ich muss wissen, welcher Raum ist frei, welche Konfigurationen sind kollisionsfrei und damit gültig, damit ich den Arm überhaupt bewegen kann. Deswegen ist der erste Schritt dieser Absetzroutine, dass Julius den Arm in eine Grundstellung bewegt. Er streckt ihn quasi nach oben aus, winkelt die Hand nach unten etwas ab, sodass die RGBD-Kamera als Sichtfeld nach unten schaut und den Raum um ihn herum sieht. Dann bewegt er sich ähnlich wie ein Leuchtturm im Basisgelenk und nimmt so seine Umgebung wahr. Nachdem er das getan hat, ist es ihm möglich, sich auch über seine eigene Grundfläche hinaus zu begeben und zu bewegen. Und dann schließt sich dort an, die Bodenfläche zu identifizieren. Das heißt, er richtet die Kamera, so wie es rechts zu sehen ist, nach unten, mit Blick nach unten aus und versucht jetzt vor sich den Boden an und für sich zu identifizieren. Ich habe das links für eine bessere Erklärung mal ein bisschen aus Perspektive gemacht. Da sieht man, es gibt jetzt mehrere Kandidaten von diesen Ebenen. Erstmal als Sensornutzer die ReSense D435, die am Endeffektor angebracht ist. Es ist eine RGBD-Kamera. Wir nutzen davon die Punktwolke, quasi eine dreidimensionale Darstellung der Umgebung. Darin sucht man dann via Cluster-Algorithmen nach Ebenen. Es gibt verschiedene Kandidaten, die vorgeschlagen werden. Und die Ebene entspricht unserer Bodenebene, die zum einen oder deren normale unserer Z-Koordinate, also der Z-Koordinate des Roboters entspricht, und zum anderen die auf Höhe der Räder ist. Die anderen Ebenen werden verworfen und die Cluster entsprechend als Hindernisse übernommen. Und jetzt, wo ich die Bodenebene als Fläche auch dann definiert habe, ist es mir möglich, die restlichen Punkte in diese hinein zu projizieren. Ich gehe jetzt quasi von einem dreidimensionalen ins zweidimensionale und arbeite dort weiter. Das ist jetzt die Ausgangslage, so wie sie unten rechts ist. Man hat quasi eine konvexe Hülle auf der einen Seite und zum anderen die Hindernisse in blau dargestellt, die noch in der Ebene zu finden sind. Und jetzt möchte man eine Absetzposition wählen, die möglichst einen freien Raum ist. Hier arbeiten zwei Aspekte gegeneinander. Zum einen möchte man natürlich möglichst weit von diesen Hindernissen sein. Zum anderen möchte man aber auch möglichst weit von dieser konvexen Hülle weg sein, weil die ja Wände und ähnliche Strukturen abstrahiert. Man möchte dort quasi möglichst in einem freien Raum sein. Dafür schlägt die Arbeit drei verschiedene Verfahren vor und evaluiert die auch. Das eine basiert auf einer Hauptkomponentenanalyse. Da schaue ich mir diese Hindernispunkte an, zusammen mit der konvexen Hülle, und schaue auf den beiden Hauptachsen, die sich dann bilden, wo ist die größte Lücke, und in diese größte Lücke, dort schlage ich dann die Absetzposition vor, das ist hier dieser violette Punkt. Der zweite Ansatz, den ich vorschlage, ist eine Delaunay-Triangulation der Punktmenge, und das Dreieck mit dem größten Flächeninhalt, dessen Innenkreismittelpunkt ist dann die Absetzposition, das ist hier in grün quasi angedeutet, und die dritte Möglichkeit, die zur Verfügung steht, ist über einen Kerndichteschätzer mit einem Gauss-Kernel, dort einfach zu schauen, wo ist jetzt das Minimum. Nachdem Julius die Absetzposition ermittelt hat, in dieser Pose, wo er direkt auf dem Boden
schaut, geht es jetzt darum, diese Station zu greifen. Der Anwender hat vorher festgelegt, wo auf dem Roboter sich diese Stationen befinden. Und Julius greift die jetzt so, wie es vorgegeben ist. Dazu hat er eine generische Bewegung, die generalisiert, egal welche Station das ist. Das heißt, er öffnet die Hand, bevor er sich auf die Station dann zubewegt, die Hand wieder schließt und das Ganze dann nach oben anhebt. Ich habe, wie es hier in den Bildern auch zu sehen ist, zwei verschiedene Griffelemente bei diesen Stationen näher evaluiert. Das ist zum einen dieses Henkelelement, was ich heute mitgebracht habe, und zum anderen ist es ein Element mit einer Kugel oben und dann einem Stiel, der nach unten führt zur eigentlichen Box. Nachdem Julius diese Station gegriffen hat, kommt es zu dem Effekt, dass der zum einen die Pose dieser Station über den Roboterarm und die Hand entsprechend definiert ist. Zum anderen wurde die Station aber noch nicht bewegt und sie ist immer noch in Roboterkoordinaten auch bekannt. Das heißt, wenn ich einen Transformationsgraph mir einzeichne, dann gibt es dort so einen Kreis und ich kann das nutzen, um eine Frage zu beantworten, die sich anschließend stellt, nämlich was ist ein geschickter Weg, diese Station abzusetzen, weil man kann sich das auch verdeutlichen, wenn man jetzt eine Tasse sich vornimmt und möchte diese Tasse einfach auf dem Tisch vor mir, möchte ich die jetzt platzieren, dann mache ich das typischerweise so, dass der Henkel zu mir zeigt. Wenn ich das jetzt anders machen will, zum Beispiel, dass der Henkel zu mir weg zeigt, dann merke ich schon, dass ich mit dem Oberkörper nach vorne gehen muss. Das ist quasi eine Bewegung, die es mir deutlich schwerer macht, die Station dann abzusetzen. Ähnlich ist es auch bei dem Platzieren dieser Station. Also wenn man jetzt den Freiheitsgrad hat, dass man diesen Drehwinkel der Station in der Bodenebene noch frei definieren kann, dann möchte man das so machen, dass der Abstand zwischen der Hand und der Roboterbasis minimal ist. Das ist ein Optimierungsproblem und lässt sich entsprechend mit einem Newton-Verfahren lösen. Nachdem der Roboter jetzt quasi die Orientierung kennt und die Position kennt, hat er die komplette Pose, übergibt es eine inversen Kinematik. Dadurch bekomme ich die Gelenkwinkelkonfiguration, die ich zum Absetzen einnehmen muss. Das realisiert er und ersetzt das Ganze ab. Im Anschluss ist wieder eine vordefinierte Bewegung oder Handlung der Hand, also er öffnet wieder die Finger und möchte dann möglichst mit einer linearen Bewegung weggehen vom Griffelement, um mehr Freiheit in der Planung zu haben. Und im letzten Schritt überprüft er dann, ob diese Station auch an der Stelle ist, wo er sie abgesetzt hat. Dazu nutzt er die RGBD-Kamera, die an seinem Endeffektor ist, und zwar das Infrarotbild daraus. Aus dem Infrarotbild lässt sich ein Tiefenbild ableiten oder eine geordnete Punktwolke. Und in dieses Tiefenbild wird jetzt in einem normalen Bild noch umgewandelt, damit es auch eine kontinuierliche Darstellung hat in dem Moment. Und von dem normalen Bild, die X, Y und Z-Werte werden auf RGB gemappt. Das ist das, was hier unten links zu sehen ist. Und dann ist dort in MaskRCNN, was mir den Bereich im tiefen Bild identifiziert, was dieser Station entspricht. Also er findet die in diesem tiefen Bild. Und dieser Ausschnitt, die Punktfolge, die dort ist, wird mit einem Template verglichen, wodurch eine erste Groborientierung der Station abgeleitet wird. Also wie ist die gedreht gegenüber der Kamera in dem Moment? Und das, nachdem ich dort eine Groborientierung bereits abgeleitet habe, wird mit einem ICP nochmal feinjustiert. Diese Zwischenschritte davor werden deswegen gemacht, weil ein ICP besser funktioniert, wenn ich eine gutwillige Startlösung habe. Und dort auch die Rechenzeit klein zu halten und dem Sorge zu tragen. Jetzt habe ich die Absetzroutine erstmal nur in der Theorie vorgestellt, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man solche Sachen auch experimentell breit aufstellt und evaluiert und entsprechende Experimente macht. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze in drei verschiedenen Domänen zu machen. Zum einen im Innenbereich, das ist, das sieht es jetzt hier auch im Video im Hintergrund, ist das Robotiklabor bei uns. Im Außenbereich, das heißt, ich bin mit dem Roboter rausgegangen auf den Campus und habe zu verschiedenen Tageszeiten, also auch abends, nachts und Mittag, bei bewölktem Himmel, bei freiem Himmel, im Herbst und im Sommer verschiedene Experimente gemacht und natürlich auf der rechten Seite auch Experimente im Forschungs- und Lehrbergwerk. Dabei habe ich stets die beiden verschiedenen Smart-Sensor-Boxen betrachtet, also zum einen die mit Henkel-Element und zum anderen die mit Knauf-Element. Und die Fragestellungen, die sich anschlossen, waren,
wie sicher kann ich diese Station wieder lokalisieren? Was passiert eigentlich bei dieser Abarbeitung? Also was sind die Einflüsse zum Beispiel der Szene, die der Roboter betrachtet? Also im Robotiklabor konnte ich natürlich einfach irgendwelche Hindernisse immer wieder platzieren in der Szene und konnte schauen, was hat das für einen Einfluss, zum Beispiel auf die Planer, welche Trajektorien wählt der Arm und so weiter. Im Außenbereich waren dann eher die Umgebungen, also wenn ich jetzt Laub noch mit auf einer Wiese habe und der Roboter steht noch drauf, welchen Einfluss hat das? Was ist, wenn Asphalt ist, wenn Kopfsteinpflaster ist und solche Sachen? Und im Bergwerk, das ist letztendlich die Zielstellung. Dort möchte ich das Ganze ja einsetzen. Und entsprechend habe ich es dort auch im Schulungsraum Experimente durchgeführt, im Lehrpfad, in der Strecke, also wo auch Gleiswerk mit da war und unebener Untergrund und auch im Abbaubereich, also dort, wo die Studierenden hier an der Bergakademie ihr Sprengpraktikum machen. Genau, auf der rechten Seite sieht man jetzt auch, wie er diese Station mit Knauf-Element gerade abgesetzt hat und er wird sie jetzt im Anschluss noch überprüfen, dass er sie auch dort wiederfindet, wo er sie abgesetzt hat. Der letzte Beitrag oder der finale Beitrag der Dissertation beschäftigt sich vor allem damit, ein paar Fragen zu beantworten, wie gut das Ganze funktioniert hat, weil die Frage, ob die Absetzroutine funktioniert oder nicht, lässt sich einfach über den Erfolgsgrad der Experimente beantworten. Es steht ja aber, oder es sind ja mehr Erkenntnisse gewonnen und darauf möchte ich jetzt im Folgenden kurz eingehen. Das ist zum einen die Fragestellung, ob sich der Aufbau von Julius bewährt. Also ist das ein mobiler Manipulator, der für den Einsatz in Altbergbau geeignet ist? Und das hat er nachgewiesen, weil er ja über die Jahre hinweg immer wieder auch ins Forschungs- und Lehrbergwerk eingefahren ist und dort in verschiedenen Orten auch Experimente gemacht hat. Zum einen die, die jetzt hier Einfluss in diese Arbeit gefunden haben, zum anderen aber auch Experimente zum autonomen Fahren und Ähnlichen. Die Sensorik liefert verlässliche Umgebungsmodelle, also er kann sich kollisionsfrei unter Tage auch bewegen und autonom. Und die Abmessungen erlauben auch einen entsprechenden Transport. Das heißt, er passt in den Förderkorb und muss da nicht irgendwelche Umwege gehen. Und er kann auch unter Tage mit entsprechenden Transportwegen befördert werden, also mit dem Catcher und so weiter. Wenn man was verbessern möchte an einem Roboter, dann wäre das wahrscheinlich die Federung, um die Unebenheiten besser ausgleichen zu können. Keine starre Verbindung zwischen Rad und Motor, sondern dort vielleicht eher sowas, wie es bei Quads ist. Und auch das Kabelmanagement am Arm könnte noch verbessert werden. Die Umgebung macht sich am ehesten bemerkbar beim Akku. Man merkt das, dass die Umgebungstemperatur 10 Grad Celsius sind im Forschungs- und Lehrbergwerk. Das hat deutlichen Einfluss dann schon auf die Akkukapazität. Umso wichtiger war es, dass es möglich ist, einfach diesen Akku zu tauschen. Also das ist bei Julius außen angebracht und einfach zugänglich. Wir hatten noch einen zweiten Akku und konnten das dann bei Bedarf immer gut tauschen. Das nächste, was ist die Kommunikationsreichweite. Wir hatten vor allem am Anfang die Hoffnung, dass vielleicht diese tunnelähnlichen Strukturen das WLAN-Signal ein bisschen tragen können, also diese elektromagnetische Welle. Aber das ist im Gegenteil, die Zerklüftung an den Wänden und an den Stößen streuen das Signal entsprechend und man hat Kommunikationsreichweite auf Sicht bei den kabellosen Kommunikationsverfahren. Die Tiefenkameras funktionieren verlässlich. Da gab es so ein bisschen die Fragestellung, ob die mit der Feuchtigkeit, die unter Tage ja herrscht und auch, dass man quasi immer so Pfützen hat und so einen leichten Feuchtigkeitsfilm auf den Felsen, wie die Kameras damit umgehen, aber das war weniger ein Problem. Was man gemerkt hat, besonders bei der Absetzroutine, ist, dass die Falsch-Positiv-Rate bei der SSB-Erkennung in dem normalen Bild, also mit SSB sind diese Sensorstationen hier gemeint, dass die leicht ansteigt. Das habe ich in erster Instanz so behandelt, dass ich einfach aus ein paar verschiedenen Perspektiven diese Posenschätzung gemacht habe und dort dann einfach ein bisschen Filter verwendet habe, um die Position zu schätzen. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man das neuronale Netz nachtrainiert an der Stelle. Ich hatte gesagt, dass ich zwei verschiedene Griffelemente dieser Messstation evaluiert habe. Das ist zum einen dieses Henkel-Element, was ich hier habe, und zum anderen dieses Knauf-Element. Die Griffe haben verschiedene Eigenschaften und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für das Henkel-Element entscheiden. Das hat den Grund, dass der Griff so ist, dass die Kraftwirkung senkrecht zur Kontaktkraft des Griffs ist, was dazu führt, wenn ich das absetze und ich möchte es ein bisschen tiefer absetzen, dass es zu einem Gleiten der Hand kommt entlang des Halmes hier.
das gibt so eine gewisse Toleranz mit, weil Robotik ist ein Gebiet, was mit Unsicherheiten behaftet ist. Es beginnt bei einem Sensor und geht bei dem Verfahren weiter. Eine Konsequenz daraus ist zum Beispiel, dass dieser UR5 in den Schutzstopp geht. Und da sollte man in Zukunft oder kann man in Zukunft auch damit arbeiten, dass man sagt, man liest diese Werte aus den Elektromotoren mit aus und schaut, ist das jetzt ein erwartbarer Anstieg oder eben nicht. Die Absetzroutine zeigt ja, oder also bei der Absetzroutine nimmt sich Julius ja gerade vor, oder die beinhaltet, dass man von oben nochmal drauf schaut auf die Station und einen Soll-Ist-Vergleich macht. Also ist die Station tatsächlich dort, wo sie ist. Hier arbeiten natürlich zwei Sachen gegeneinander. Zum einen ist diese Erkennung dieser Pose der Station fehlerbehaftet. Zum anderen ist ja aber auch schon die Umgebungswahrnehmung von Julius über die Sensoren selbst fehlerbehaftet. Trotzdem, wenn man diesen Soll-Ist-Vergleich macht, kann man die Aussage treffen, dass eine zentimetergenaue Absetzwahrscheinlichkeit gegeben ist. Bei der Rotation kommt es manchmal zu Ausreißern, die vor allem damit zu tun haben, dass die Perspektive der Kamera auf diese Station etwas ungünstig gewählt ist. Man schaut ja meistens von oben drauf, und wenn man sich jetzt das hier als Knauf-Element vorstellt, dann habe ich hier eine Kugel. Die Kugel verdeckt schon relativ viel von dieser Grundfläche. Das macht es ein bisschen schwieriger, dort eine Rotation richtig zu erkennen. Bevor ich dazu komme, zu entscheiden, ob die Experimente, die ich gemacht habe, erfolgreich waren oder nicht, wollte ich vorher kurz darüber reden, was denn passiert, wenn es nicht erfolgreich ist und was das überhaupt heißt. Also nicht erfolgreich heißt, wenn ich eine ungeplante Kollision des Arms mit der Umgebung habe. Ungeplant in dem Sinne, wenn ich die Station greife, dann möchte ich ja gerade, dass meine Hand mit der Station kollidiert, und zwar nur an diesem Punkt. Und genauso, wenn ich die Station absetze, dann möchte ich ja, dass die Grundfläche mit dem Boden entsprechend kollidiert. Gibt es drei Sicherheitsebenen. Das erste sind die Plane an und für sich, die schon auf Kollisionsprüfen. Das zweite ist in der Abarbeitung, wenn ungeplantes Verhalten auftritt, geht der UR5 selbst in den Schutzstopp. Das kann dann der Mensch sich nochmal anschauen und kann es gegebenenfalls freigeben, sodass die Abarbeitung weitergeht. Und die dritte ist natürlich immer von außen, ich habe die Möglichkeit, auf den roten Knopf zu drücken, dann geht der Roboter in Not aus und der Arm wird stromlos geschalten und geht in eine mechanische Verriegelung. Genau, die Frage zur Autonomie ist ein bisschen schwer. Ich versuche es mal mit dieser Grafik, um eine Abgrenzung zu machen zwischen Automatisierung und Autonom. Die Piktogramme zeigen die verschiedenen Phasen der Absetzroutine. Auf der linken Seite sieht man, dass das bei den Experimenten, also hier sind mehrere Experimente in dieselbe Diagramm geplottet, dass das relativ gleichförmig ist. Das liegt übereinander. Das ist vor allem dieses Umschauen und das Suchen nach der Absetzposition. Das sind immer wieder dieselben Konfigurationen, die dort eingenommen werden. Die Planer finden immer wieder dieselbe Lösung und das erinnert eher an eine automatisierte Lösung. Auf der rechten Seite ist dann tatsächlich auch sichtbar, dass es ganz breit auseinandergeht. Also ist es tatsächlich so, dass verschiedene Positionen immer wieder gefunden werden und auch verschiedene Roboterarmbewegungen, mit denen ich diese Position dann einnehme. Hier nochmal ein paar Beispiele aus den Experimenten. Es haben insgesamt pro Anwendungsdomäne 20 Experimente stattgefunden, 10 mit dem Henkel-Element, 10 mit dem Knauf-Element. Dabei sind Fehler aufgetreten, die mit einfachen technischen Mitteln lösbar sind. Das sind zum Beispiel, dass der Kabelstrang sich manchmal ungünstig um den Arm legt. Das kann man mit einem entsprechenden Kabelmanagementsystem lösen. Oder aber auch der Mensch, der natürlich immer als Kontrollinstanz noch da ist, bricht manchmal das Verhalten ab. Also quasi der Roboter ist in der Bewegung, möchte das entsprechend wie geplant umsetzen. Und manchmal war es mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu knapp und ich habe lieber mal abgebrochen, anstatt jetzt es drauf ankommen zu lassen und gegebenenfalls zur Kollision. Und das Bodenniveau, das hat sich auch vor allem bei Experimenten im Außenbereich gezeigt, spielt manchmal noch eine, ist ein Problem, und dort konnte man mit einem einfachen Konfigurationsparameter, nämlich setzt es 1 Zentimeter höher ab, als du denkst, nochmal gegensteuern. Julius hat in den Experimenten auch gezeigt, dass er das durchaus mit Augenmaß hinbekommt. Also hier nochmal ein Eindruck von den Experimenten unter Tage. Da hatte er die Aufgabenstellung als erstes, die Station mit Henkel abzusetzen und danach die mit Knauf-Element, und hat das auch gemacht, indem er die direkt nebeneinander gesetzt hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn man die Arbeiten betrachtet und versucht, die zum Beispiel in diese Technology Readiness Level Skala der EU einzuordnen, ein Konzept wurde vorgestellt, es wurde realisiert, dann haben wir es eingesetzt im Innenbereich, im Außenbereich und natürlich auch in dieser angestrebten Anwendungsdomäne des Altbergbaus immer wieder. Das hat funktioniert, also je nachdem, wie man es interpretiert, sind wir hier von TRL 2 bis 6, 7 gegangen. Wie gehen wir da aus oder von dort weiter? Nun, also mit den Ergebnissen der Subterranean Challenge von letzter Woche und den Veröffentlichungen, die dort bestimmt folgen werden, kann man nochmal sich hinsetzen und diese mobile Basis, die man nutzt, so einen mobilen Manipulator vielleicht neu bewerten. Vielleicht gibt es dort noch interessante Perspektiven, muss ein bisschen die Dynamik solcher Systeme im Hinterkopf behalten. Das nächste ist, dadurch, dass Julius ja jetzt in der Lage ist, mit dieser autonomen Absetzroutine das Bergwerk auch zu instrumentieren, kann man den Schritt angehen, solche Kommunikations- und Sensornetze aufzubauen und zu entscheiden, was dort noch für einen Mehrwert liegt. Ich denke, es ist vor allem interessant, wenn man Teams von Robotern dort verwendet, die das gemeinsam tun. Man kann aber auch den Weg gehen und sagen, okay, wir wollen weiter Richtung Anwendungsfall, wir wollen uns mit entsprechenden Rettungsteams zusammensetzen von der Feuerwehr, Grubenwehr, THW. Da bekommt dann die Mensch-Roboter-Interaktion und die entsprechenden Schnittstellen nochmal eine ganz neue Gewichtung. Und natürlich auch diese Stationen hier mit Leben füllen und mit Sensorik und dann im Zusammenspiel von Roboter und Station das explorieren. Also wenn die Station eine Schätzung ihrer Eigenbewegung macht und der Roboter bewegt ja die Station, wie einig sind sich die beiden Komponenten. Zum Schluss möchte ich noch allen Mitarbeitern der Universität oder Fakultät und Instituts für die Zusammenarbeit danken. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen und natürlich auch dem Gremium. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne Soundcheck machen. Hört man mich im Chat? Oder im Stream? Also wir haben natürlich aus technischen Gründen eine leichte Verzögerung. Ich kann mal nebenbei das Tool aufmachen und ich kann das Mikrofon versuchen, ein bisschen im Raum zu platzieren und dann noch die Verstärkung der Lautstärke ein bisschen hochdrehen. Ansonsten kann ich die Fragen auch wiederholen. Ich will mal das Mikro. Ja, also vielen Dank, Steve. Ich hatte vorhin, glaube ich, erwähnt, dass der Professor Helmut Michow auch anwesend ist als Kommissionsmitglied digital im Chat. Ja, ich wollte kurz was würdigen, die Arbeit, und ein paar Worte dazu sagen. Diese Arbeit im Altbergbau, also wir machen dieses Projekt ja seit 2013, 2014. Der andere Roboter, den wir betrachtet haben, der Alexander, der ist als erstes autonom umgefahren, hatte aber keinen Manipulator. Der Alexander hatte es damals, und da war der Steve auch mit dran beteiligt, der hat es damals sogar geschafft, in die Landesausstellung auch zu kommen. Vor einem Jahr war die, also ein Roboter, der von der Forschung innerhalb einer Lebensdauer eines Promoventen geschafft hat, ins Museum dann auch zu kommen, in eine Ausstellung zu kommen. Aber das Besondere hier ist eben der Manipulator. Sorry. Es war jetzt ein bisschen. Schau mal, was die Reaktionen sind. Das war live noch viel besser. Da gab es auch noch Slapstick zu sehen, wie mir das Mikrofon runtergefallen ist. Naja, also gut, dann. Es ist nicht langweilig hier. Okay. Ja, also wo waren wir stehen geblieben? Beim Bergbau. Also es ist eine gewisse Pionierarbeit hier geleistet worden.
Gut an der Dissertation hat mir gleich der Anfang gefallen. Also mit der Abbildung 1 wurde gleich auf der Seite 1, bevor noch irgendwelcher Text kam, wurde gleich vermittelt, was die Aufgabe ist, worum geht es in der Dissertation. Und Herr Steve hat dann die Arbeit eben auch logisch aufgebaut, hat aufbauend auf aktuellen Forschungsarbeiten, Amazon Picking Challenge und Untertage-Bergbaurobotik. Ja, die erste Frage bezieht sich dann gleich darauf. Die neuesten Erkenntnisse sind natürlich erst seit letzter Woche zu finden mit den Finals der DARPA Sub-T-Challenge, Subterranean Challenge, also zum ersten Mal, dass so Untertage-Robotik eben auch so ein Forschungsthema wird. Und so zur Einordnung mit Manipulatorarmen, das kam ja jetzt nicht wirklich vor. Also im Übrigen, was wir auch gesehen haben da letzte Woche, ist, dass Roboter umgefallen sind, dass Roboterteams, dass Drohnen abgestürzt sind und hinterher die anderen Roboter drüber gefahren sind. Und da bin ich dir auch nochmal dankbar, dass du nicht so viele Roboter kaputt gemacht hast während deiner Forschung. Aber in einem Video haben wir einen Spot-Roboter gesehen, der umgefallen ist und der hatte sogar einen Arm angebracht, der nicht zu Manipulationsaufgaben, glaube ich, benutzt wurde. Das hatte, glaube ich, so eine Kamera drin. Und interessanterweise wurde der auch zum Aufstehen, als Aufstehhilfe jetzt benutzt. Aber zur Einordnung, wie wurden denn solche Stationen dort abgesetzt bei der Sub-T-Challenge und hatte dieser Manipulatorarm irgendeine Verwendung? Also du benutzt ihn natürlich zum Manipulieren, aber auch zur Informationsbeschaffung, indem du Kameras eben dort einsetzt. Also erstmal so eine Einordnung in den alleraktuellsten Stand der Forschung deiner Arbeit. Vielleicht noch mal kurz was zu Spot. Für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist ein Roboter auf vier Beinen von der Firma Boston Dynamics, den es seit, ich denke mal, 3-4 Jahren jetzt mittlerweile ungefähr gibt. Und der hat halt entsprechend dort, wo man intuitiv bei diesem Roboter den Kopf vermuten würde, hat er einen Arm. Ich schaue mal, ob ich... Genau, also hier sieht man dann noch mal auf der rechten Seite, das ist quasi dieser Spot und dort, wo jetzt hier der Velodyne ist, dort angebracht in die Richtung, ist ein Leichtbauarm, ist es in dem Fall. Jetzt, wenn man den Vergleich mit Julius sucht und speziell auf diesen Arm noch mit hinaus will, ist dann der Payload so als erstes zu nennen. Also der UR5 ist in der Lage, wirklich auch Objekte zu bewegen, also quasi bis zu 5 Kilogramm am Endeffektor angebracht, oder also kann man damit greifen und halt auch bewegen. Und soweit ich informiert bin, ist bei dem Spot ist der Payload noch ein bisschen geringer. Manipulation selbst hat bei der Challenge an und für sich keine Rolle gespielt. Also es ging jetzt nicht darum, irgendwelche Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder Geröll zu entfernen, um vielleicht einen verschütteten Bergmann oder ähnliches zu lokalisieren. Der Arm ist aber trotzdem, besonders bei diesem Spot, Bestandteil des Gesamtsystems. Also es wird nicht getrennt zwischen Manipulationseinheit, soweit ich das weiß, und den Beinen. Und deswegen überrascht es mich auch nicht, dass quasi dort jeder verfügbare Aktuator genommen wurde, um bei dem Aufstehen mitzuhelfen. Die Planung findet dort ganzheitlich statt, das heißt, alle bewegbaren Aktuatoren finden dort mit Einfluss. Ich hatte ja in meiner Präsentation auf diesen Gelenkwinkel oder Zustandsraum hingewiesen und dort finden quasi auch die Freiheitsgrade des Roboterarms dann mit Einfluss. Und entsprechend kann er die dann auch bei der Planung halt mit nutzen, um aufzustehen. Julius schafft es nicht mit dem Arm, wenn er umkippt. Aber wir haben natürlich nachgerechnet und also es muss halt senkrecht sein, damit er umkippt. Das hängt damit auch zusammen, dass der Akku halt sehr tief ist. Und wir haben auch deswegen Wert drauf gelegt, weil wir natürlich, wenn wir den Arm bewegen und Objekte mit dem Arm bewegen, entsprechende dynamische Effekte haben, Kraftwirkungen, Hebelwirkungen haben. Und da braucht es schon einen sicheren Stand, damit der Roboter auch also sich nicht irgendwie ins Schwanken gerät. Ja.
Okay. Noch was? Ja, genau. Der zweite Teil der Frage ging um, um die Kommunikationsstruktur. Das war noch so ein Teil, der Aspekt, der erwähnt wurde. Das, was ich gesehen habe bei dem Final Run, ist, dass es so quaderförmige Objekte gab, die vor allem die radgetriebenen Roboter immer wieder nach hinten haben abfallen lassen. Und es wurde im Livestream von den Kommentatoren darauf hingewiesen, dass das wohl derartige Kommunikationsbeacons sind, die Reichweite vergrößern sollen von den kabellosen Netzwerken, die da verwendet wurden. Also es wurde nicht nur Wi-Fi verwendet, es wurde auch Zigbee verwendet und derartige Technologien. Das Verlässlichste war aber tatsächlich immer, dass der Roboter zurückkehrt, entweder in die Kommunikationsreichweite von diesen Netzen oder aber auch bis zum Ausgangspunkt. Also Autonomie ist dort wesentlich und man ist nicht so stark bei teleoperierten Systemen. Ja. Okay, ist natürlich auch alles noch so ein Anfang für SAPTI. So weit kommt man dann ja nicht, wenn man tief ins Bergwerk rein möchte. Also irgendwie so Relay-Stationen könnten schon nützlich sein. War ja auch so eine Idee, die hier auch dahinter steht, die aber auch hatten, auch in der Simulation. Gut, ich würde mal weitergehen zu deiner Absetzroutine. Bei der Bestimmung der Position, da hast du ja einfach geschaut, wo gibt es denn genügend Platz. Da kann natürlich auch was schief gehen. Ich glaube, das haben wir auch, irgendwo habe ich das bei so einem Final gesehen, dass dort auch bei der SAPTI-Challenge, dass da irgendwie, vielleicht war Simulation, dass da eine Station abgesetzt wurde. Die haben so kleine Dinger abgeworfen. Und dass der Roboter dann hinterher auch drüber gefahren ist. Und das möchte man ja auch irgendwie vermeiden. Und jetzt in dem Ansatz, den du gewählt hast, da wird ja eigentlich nur so eine große Fläche, freie Fläche gesucht. Aber man könnte sich natürlich auch überlegen, dass man weiter plant, also dass man sich den Weg nicht verstellt, dass man sich den Rückweg zum Beispiel nicht verbaut durch eigene Aktionen. Hast du doch die Möglichkeiten, genau zu vermessen, wie breit denn, also wo die Freiräume sind. Du baust da so ein Voxelmodell auf, eine Octomap. Warum nicht? Oder was ist so die Genauigkeit? Oder was hätte man noch machen können in der Planung der Absetzposition? Ja, genau. Da würde ich nochmal kurz zu der entsprechenden Grafik springen, wo das mit der Absetzposition so ein bisschen. Genau. Also wenn man sich jetzt hier die Grafik nochmal anschaut, ist die Frage, warum setze ich die Station irgendwie in so einem Freiraum quasi ab und nicht zum Beispiel an so einer Wand. Ne? Beziehungsweise wenn man noch einen Schritt zurückgeht, wirklich ins Dreidimensionale auf dieses Voxelmodell, basierend jetzt auf einer Punktwahl gesagt, okay, ich suche mir jetzt zwei Ebenen, also nicht nur eine Bodenebene, sondern dazu noch eine Wandebene, die halt auch möglichst senkrecht aufeinander sind oder wo ich dann quasi noch drumherum fahren kann. Zum einen ist es so, dass Julius die Station nach hinten absetzt. Das ist erstmal so die Antwort, also quasi seine Fahrtrichtung ist nach vorne, er fährt dann quasi weiter in der Richtung, das ist so das Große. Und zum anderen ist es durchaus möglich, man müsste es als Nebenbedingung halt mit formulieren und würde dann sagen, man möchte halt jetzt einen Ansatz, der tatsächlich hier auch eine Berechnung vornimmt, also tatsächlich auch noch einen Term, der die Absetzposition hin zu dieser Wand halt mitzieht in dem Moment. Man kann das machen. Warum habe ich das nicht getan oder was spricht dem entgegen? Sobald ich mich einer Wand näher, lande ich auch immer am Rande meines gültigen Zustandraums. Weil es gibt auch einfach Posen, die sind zu weit weg, die liegen außerhalb vom Arbeitsbereich des Arms. Und das ist nicht unbedingt, oder man kann das nicht dadurch abschätzen, wie weit der Arm sich strecken kann, sondern es hängt mit den gültigen Gelenkwinkelkonfigurationen zusammen. Und je näher ich den Arm an den Hindernis ranbekomme, desto kleiner wird auch dieser Raum, in dem er sich bewegen will. Das heißt, wenn ich keine Einschränkung habe, weil ich zum Beispiel in die andere Richtung weiterfahren will, dann kann ich die Station auch absetzen nach hinten.
Und das Nächste, was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man eher auf dem Rückweg ist und die Station steht im Weg, ja, dann kann man sie ja auch wieder mitnehmen. Es ist ein Verfahren ja vorgestellt worden, mit dem man die Pose dieser Station abschätzen kann. Und was ja auch eine logische Weiterführung dieser Arbeit wäre, wäre zu sagen, okay, wir haben jetzt eine autonome Absetzroutine, jetzt kommt eine autonome Aufnehmroutine. Ne? Die Stellschraube, die es dort noch zu verbessern gilt, ist die Posenschätzung und ein bisschen Flexibilität bei der Greifroutine dann. Aber im Prinzip steht dem auch nichts entgegen. Ja, also klar, da gibt es viele Freiheitsgrade. Bei der SAP-T-Challenge ist mir auch aufgefallen, dass einige Teams gesagt haben, wir haben nur 30 Minuten, wir fahren aber mal so lang rein, wie wir können und lassen ein paar von den Robotern dann eben zurück. Uns doch egal. Ist ja, genau. Und das andere ist, naja, erstmal sicher in der Mitte stellen, das hat abstellen, hat auch seine Vorteile, das sehe ich schon, also nicht so nah an der Wand. Erstmal Nummer sicher ist für den Anfang auf jeden Fall auch eine gute Idee. Okay, die nächste Frage wäre die Absatz. Rotation, Folie 16. Du hast da zwei Schritte, also erstmal die Position bestimmen und dann die Rotation bestimmen. Und hinterher ist noch diese Griffaufnahme und da wird dann noch geprüft, ob der Griff irgendwie gelungen ist oder schief ist, so ein bisschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder? Also man kann eine Abschätzung machen, ob die Station sicher gegriffen wurde oder nicht. Ganz einfach deswegen, weil das haben die Experimente oder die Daten angezeigt, dass die Gelenkwinkelstellung dieser Finger, also diese Fingergelenke sind aktiviert, der Rest ist unteraktiviert, darüber habe ich quasi keine Informationen, die ist immer wieder gleich. Und zwar wirklich mit einem sehr, sehr geringen Toleranzbereich. Das heißt, darüber kann ich jetzt abrufen, ob die Station so gegriffen ist, wie sie bisher immer gegriffen wurde. Das kann ich auf jeden Fall. Ansonsten, was sich klärt in dem Moment, wo ich die Station greife, ist die Relation, also die affine Transformation zwischen meinem Endeffektor, in dem Fall die Hand, und der Station an und für sich. Ja. Und das ist wesentlich dann für die Bestimmung der Absatzrotation. Also ob man die so schön gerade greift oder was dann so ein bisschen schief hat. Genau. Also die Dinger. Genau. Also, und das kannst du abschätzen hinterher, wenn das klar ist? Also ich weiß er das? Also das impliziert die Frage, warum ist es nicht immer gleich? Ne? Und das liegt einfach daran, dass ich dem Planer zwar eine Zielkonfiguration vorgebe, allerdings mit einem Toleranzbereich. Und der Planer versucht jetzt nicht exakt die Konfiguration zu erreichen, die ich ihm vorgegeben habe. Es wird in der Rechenzeit einfach dann zu lang dauern, sondern es geht schneller. Es geht schneller, wenn er dort eine gewisse Toleranz mitbekommt. Das heißt, die Gelenkwinkelstellung, die er einnehmen will beim Greifen und die er dann tatsächlich eingenommen hat, die können voneinander können quasi sich unterscheiden. Und je nachdem, in welchem Gelenk dort eine geringe Toleranz zum Tragen kommt, kann das halt auch tatsächlich dann im Kartesischen zu einer Differenz führen. Und deswegen mache ich erst im Anschluss die Bestimmung der Absetzrotation. Ja, okay, aber wenn wir dieses Bild anschauen, dann weiß ich, kann man sehen, also das rechts ist jetzt ein bisschen ungünstig, krummer Winkel, aber die sind doch auch zwei unterschiedliche Positionen, oder? Genau. Das sind zwei unterschiedliche Positionen. Und jetzt hätte man vielleicht schon, also wieso ist die Planung von Absatzposition und Rotation so sequenziell? Und wieso kann man, das könnte man vielleicht auch verzahnen miteinander? Sicherlich. Also wenn ich die Position ermittle, mir sicher darüber bin, wie die Relation zwischen Greifer und Sensorbox ist, dann kann ich das in dem Moment schon mitberechnen und kann das natürlich auch mit einfließen lassen in die Wahl dieser Absetzposition. Also wenn ich explizit das wirklich so machen will, dass die Hand wegzeigt von mir, dann habe ich einen kleineren Arbeitsraum für den Roboterarm. Also die Position ist nicht mehr so flexibel wählbar. Wenn ich das vorher schon festlegen will, dann kann ich das natürlich tun. Ich wollte mir in dem Moment noch den Freiheitsgrad lassen, um dann vielleicht auch modular gedacht, jetzt dann später vielleicht flexibel zu entscheiden, okay, welche der beiden Stationen möchte ich denn jetzt absetzen?
Okay, aber das Vorgehen ist ja jetzt Position bestimmen, greifen, dann schauen, hat der Griff geklappt und dann die Rotation bestimmen. Und deshalb ist erst Position, später Rotation. Man könnte aber auch zuerst greifen und dann Position und Rotation in einem bestimmen. Das ist leider nicht möglich. Das hängt mit der Kamera am Endeffektor zusammen. Sobald die Hand sich öffnet, ragt die in das Tiefenbild mit hinein und verdeckt das teilweise. Und deswegen hat man da nicht mehr die vollständige Information. Es ist geschickter, mit geschlossener Hand die Umgebung zunächst zu betrachten, weil man da einfach das volle Field of View der Kamera nutzen kann. Ja, also man muss die auf die Finger steuern. Also so darf man nicht den Raum genau abpassen, sondern genau muss die Finger zumachen. Ja. Also, es sind halt viele Details, die dann zum Tragen kommen und die einem halt auch in einem iterativen Prozess dann vor allem wieder aufkommen. Aber trotzdem meine ich jetzt möglich, zuerst scannen, dann greifen und dann Position und Rotation gleichzeitig zu bestimmen. Oder nicht? Ja. Also die Position benötigt ja keine weitere Vorbedingung und die Bestimmung der Rotation benötigt ja gut die Position dann als Vorbestimmung. Also ich kann das eigentlich beliebig schachteln. Also erst greifen und dann die Absetzpose bestimmen oder erst die Position, dann greifen und dann die Rotation bestimmen und damit die Absetzpose. Genau, also ich frage ja nur, also manchmal könnte es ja eben praktisch sein, wenn man sich sofort eine bequeme Armposition aussucht. Genau, also das Ergonomie-Thema gibt es natürlich auch für einen Roboterarm, auch wenn man das zunächst vielleicht nicht so direkt sieht. Da würde man dann auch wahrscheinlich den Planer noch mit Nebenbedingungen entsprechend versorgen. Also was ja Julius während der Absetzroutine halt auch macht, es gibt Phasen, wo er sich beliebig irgendwie verdreht und bewegt und es gibt aber Phasen, wo die Station dann wirklich tatsächlich linear im Kartesischen nach unten bewegt, um sie abzusetzen. Okay, ich habe vielleicht noch eine Frage. Da geht es um die Symmetrieeigenschaften dieser Box. Also inwiefern spielt die Symmetrie eine Rolle bei Rückfallplanung oder ähnliches? Kommt sowas öfters vor? Also die Stationen sind erstmal symmetrisch aufgebaut. Also man sieht das, wenn man von oben drauf schaut. Also hier eine Symmetrieachse und hier eine Symmetrieachse. Und entsprechend ist es dann auch für die Platzierung egal, wie rum die Station platziert wird. Also quasi das ist eine Lösung und das ist dieselbe Lösung, wenn man jetzt nur von der Geometrie her ausgeht. Es hängt ja aber damit zusammen, wie die Hand in dem Moment an diesem Griffelement dran wird. Und da gibt es halt eine dieser beiden Symmetrieeigenschaften, die besser ist oder die erreichbar ist. Was ich gemacht habe, ist in dem Moment, wo die Station abgesetzt werden soll, übergebe ich eine Zielkonfiguration an den Planer. Und wenn der Planer es nicht schafft, in absehbarer Zeit diese Zielkonfiguration zu erreichen, dann breche ich das Plan ab und nutze diese Symmetrieeigenschaft, um eine andere Zielkonfiguration vorzugeben. Nämlich eine, die zum selben Ergebnis führt, wenn man von außen drauf schaut. Okay. Genau, dann würde ich dem Muster folgend zunächst einiges zur Einordnung der Arbeit sagen, um dann auf die jeweiligen Fragen noch einzugehen. Vielleicht um die Kritikpunkte neben den sehr vielen positiven Aspekten hervorzuheben, und die sind ja dann auch gleich Bestandteil der Fragen, genauer einzugehen, würde ich jetzt darauf verzichten, in der gutachterlichen Stellungnahme im Detail Punkte vorzutragen, sondern eher die kritischen Aspekte nochmal aufzurufen. Was ich hier zum Beispiel niedergeschrieben hatte, war, dass eine bei den technischen Parametern in Bergbauszenarien, das würde mich mal interessieren, was ist der aktuelle Stand? Es waren zwar einige kleinere Setups beschrieben worden, wir hatten jetzt auch in der Präsentation einiges davon gesehen. Wo steht aber im Hinblick auf Automatisierung, auf autonome Systeme der Bergbau aktuell? Da würde ich gerne nochmal einen Überblick bekommen. Vielen Dank für die Frage. Das ist zugegebenerweise eine Frage, über die man wahrscheinlich länger referieren könnte in dem Moment noch.
so wie ich das wahrgenommen habe, auf den Konferenzen, wo ich war und in Gesprächen, die ich auch geführt habe mit den Kollegen vom Bergbauinstitut hier bei uns, ist Stand der Technik Teler operierte Systeme im untertägigen Bergbau. Übertägig ist man dort schon ein Stück weiter, weil man über GPS-Navigation und ähnliche Verfahren auch autonome, richtig große LKWs bewegen kann. Untertage ist vor allem diese Kipplader, was autonom eingesetzt wird, in dem Sinne, dass sie autonom von dem Eingang des Bergwerks hinfahren zu dem Punkt, wo der Abbau ist. Das funktioniert so, dass einfach irgendwelche Magnetbänder zum Beispiel im Boden verlegt sind, dem er folgt. Also es ist eine automatisierte Lösung. Eine Autonomie wird auch diskutiert. Das ist hier auf der rechten Seite. Da geht es dann aber eher so um topologische Navigation. Also ich komme an einen Abzweig. Ist es jetzt geschickter zum Abbaugebiet XYZ, jene oder diese Route zu wählen? Was weiterhin teleoperiert stattfinden muss bei diesen Kippladern, ist der Beladungsprozess, weil das nicht technisch gesehen nicht so einfach ist. Man möchte dort reinfahren und man möchte diese Schaufel auch möglichst voll bekommen, nicht zu voll, weil man möchte ja keine größeren Gesteinsbrocke dann auf dem Weg zurück verlieren und ähnliches. Das heißt, in dem Moment, wo es um die Beladung dieser Kipplade geht, muss noch ein Mensch eingreifen. Ja, genau, das ist so der aktuelle Stand. In dem operativen Bergbau, wo auch entsprechende Infrastrukturen verfügbar sind, also sprich Kommunikationsnetze und ähnliches, weil ich muss diese Daten natürlich auch in einer entsprechenden Leitwarte zusammenführen. Diese Arbeit beschäftigt sich vorrangig mit dem Altbergbau und wenn man die Experimente hernimmt, mit dem Einsatz im Forschungs- und Lehrbergwerk, also sprich in einem Silber- oder ehemaligen Silberbergwerk. Dort ist es dann vor allem feucht, es ist dunkel, die Querschnitte sind eng und ich habe mich dort auch graduell, sag ich mal, die Schwierigkeit der Umgebung erhöht. Also im Schulungsraum sind die Bedingungen vielleicht noch ein bisschen ähnlich wie im Innenbereich. Man muss aber mit betrachten, dass der Roboter auch einen Transport hinter sich hat, wo besonders bei solchen Systemen auch nochmal die Frage ist, wie hat sich das Setup verändert? Also ist die Kameraposition am Endeffektor zum Beispiel verrutscht? Kommt es dort zu irgendwelchen Kalibrierungsungenauigkeiten oder ähnliches? Und von dort aus habe ich mich dann graduell genähert und die finalen Experimente, oder die noch mit Einfluss gefunden haben, waren dann an der Stelle, wo die Studierenden ihren Sprengpraktikum machen, also ein sehr, sehr enger Querschnitt in dem Moment auch. Sind dann die Sensorsysteme, die bei diesen Applikationen zum Einsatz kommen, anders ausgewählt als das, was für Julius in Frage kommt? Weil wir ja hier auf den Bildern auch deutlich größere Setups sehen, die dann möglicherweise mehr Freiraum, mehr Energie, mehr Computational Power bereitstellen, um eine Auswertung umzusetzen. Ja, also prinzipiell kann natürlich so ein Kipplader einen höheren Payload mitführen, ne? Und er hat wahrscheinlich auch eine höhere Leistungsfähigkeit, weil er ja einfach größere Lasten bewegen muss. Das erlaubt es mir natürlich auch mehr Technik drauf zu packen. Trotzdem verlässt man sich auf Sachen, die funktionieren und die sich auch bewährt haben unter Tage. Und die Laserfirma, die Laserscanner der Firma SIG finden dort genauso Anwendungen und die sind auch im Julius verbaut für die Kollisionsvermeidung zum Beispiel. Auch der Velodyne Hook ist ein Sensor, den man immer wieder findet. Breit gestreut in der Robotikgemeinschaft, was den Grund hat, meiner Meinung nach, dass er verlässlich agiert, aber auch, dass es entsprechende Pakete gibt, die mit den Informationen, die er liefert, geschickt umgehen. Okay. Weil wir jetzt schon auf den Hook eingegangen sind, du hast ja explizit einen separaten Scan mit einer RealSense gemacht, um die Auflösungsgenauigkeit zu erhöhen. Hat es dort eine Fusion gegeben aus den Velodyne-Daten und den RealSense-Informationen? Wenn nein, wo hat es denn entscheidende Unterschiede in der Abbildungsgenauigkeit, vielleicht auch mit Blick auf die Wirkprinzipien gegeben? Okay, das ist eine vielschichtige Frage. Ich versuche es mal von Anfang an. Also erstmal eine Sensorfusion in dem Sinne, Folgendes hat stattgefunden. Ich habe diese Octomap, was quasi eine diskretisierte Darstellung der Umgebung ist. Die ist eingeteilt in Voxel und beide Sensoren haben in diese Octomap reported. Also da gab es quasi dann Nodes, deren Informationen dort eingeflossen sind.
diese Voxel an und für sich, deren Zustand, Belegungszustand in der VoxelMap wird halt geschätzt und je nach Sensor, abhängig von Sensor, liegen da halt gewisse unterschiedliche Konfidenzen dahinter. Der 3D-Laserscanner, also der Velodyne, der PUC, funktioniert auf mehreren Ebenen und ist vor allem in der Reichweite halt relativ gut. Also er ist quasi, also kann über mehrere Meter hinweg, bis 100 Meter glaube ich, hinweg Daten liefern, die verlässlich sind, hat im Nahbereich dafür ein bisschen Probleme, was die Genauigkeit dann angeht. Hat aber halt auch ein 360-Grad Field of View und ist wirklich eher für die breite Abdeckung der dreidimensionalen Umgebung gedacht und damit die Roboterbasis an und für sich sicher im Bergwerk navigieren kann. Die RealSense, also die D435 dort am Endeffektor, ist eine RGBD-Kamera, die hat entsprechend ein eingeschränkteres Field of View, also natürlich keine 360 Grad, und kann damit immer nur einen dedizierten Ausschnitt halt betrachten und ist im Nahbereich etwas besser, hat aber bei Weitem nicht die Reichweite, die ein Laserscanner dort irgendwo erreichen kann. Wenn es um die Wirkprinzipien jetzt dieser Kamera im Speziellen geht, dort werden zwei verschiedene Möglichkeiten, um Tiefeninformationen zu erzeugen, miteinander kombiniert. Das eine ist ein Structured Light Verfahren, also man sieht das auch in den entsprechenden Bildern, ich gehe da nochmal kurz hin, dass dort so ein Muster zu sehen ist und so Punkte, deren Verzeichnung dann, ein bisschen zu weit da, also man sieht das hier so ein bisschen vielleicht angedeutet. Ja, also quasi dieses Muster, wie sich das abhängig von der Entfernung verzerrt, das wird interpretiert. Zum anderen wird aber auch ein Time-of-Flight-Ansatz mitgemacht. Und das Ganze ist sogar noch mit zwei parallelen Kamerasystemen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt auch noch diese Stereo-Basis wird dort noch mit einbezogen. Und das hat Intel alles ganz schön integriert und es liefert wirklich verlässliche Ergebnisse, unabhängig, ob die Sonne scheint oder ob man auf eine feuchte Oberfläche schaut. Genau. Gab es dann nur noch so von den praktischen Erfahrungen, gab es dann in Bezug Velodyne versus kombiniertes Intel-System, nennen wir es einfach mal, signifikante Situationen, wo es Unterschiede gab, wo man sagt, ja klar, da hätte man beim Nachdenken auch darauf kommen können, dass die unterschiedliche Resultate, unterschiedliche Qualitäten produzieren, feuchte Wände, bestimmte Konstellationen, die einfach Probleme generiert haben? Was auffällt, wenn man die Daten jetzt roh betrachtet, also sprich, wir sind jetzt nicht mehr in der Octomap, in dieser diskretisierten Darstellung, sondern wir schauen uns die Sensorwerte direkt an und jetzt sind die ja beide Sensoren sind Bestandteil des Roboters und entsprechend auch in einem gemeinschaftlichen Roboter-Koordinatensystem miteinander verknüpft. Ich kann dadurch, dass die ReSense ja auch an dem Arm angebracht ist, natürlich beides so ausrichten, dass sie zum Beispiel auf dieselbe Wand schauen. Es ist eine ebene Fläche und da bekomme ich, wenn ich von außen drauf schaue, natürlich schon einfach einen Einblick, ob die jetzt passgleich sind oder nicht. Also nehmen die diesen Abstand in derselben Entfernung wahr. Dort fällt schon auf, dass es Unterschiede gibt. Abweichungen, die erstmal ganz normal sind, weil es können nicht beide denselben Wert liefern. Und diese Unterschiede, die man dort wahrnimmt, möchte man aber, wenn möglich, minimieren. Und man stellt dann ganz schnell fest, dass diese Genauigkeit von so einer Tiefenkamera auch abhängig von der Tiefe selbst ist. Deswegen gibt es ja vom Hersteller auch einen ausgewiesenen Messbereich, in dem man das Ganze einsetzen soll. Im Nahbereich würde ich der ReSense eher vertrauen als dem LiDAR. Um es nochmal vorne ranzustellen, den LiDAR brauche ich vordergründig, um erstmal sicherzustellen, dass überhaupt kein Hindernis in diesem Arbeitsbereich des Arms ist und aber vor allem, um die mobile Basis sicher durchs Bergwerk bewegen zu können. Okay, sehr schön. Da bin ich jetzt ein bisschen durcheinander, also rein vom Gesprächsfluss, sind wir jetzt von einem zum anderen sofort gekommen. Wir hatten ja gestartet mit der Frage nach den technischen Hintergründen, nach dem aktuellen Stand der Technik. Ein zweiter Punkt, den ich etwas kritisch gesehen habe, war die Frage nach der Evaluation. Es sind ja ganze Reihen von Evaluationen unter Laborbedingungen in einem Außenbereich und im eigentlichen Bergwerk. Könntest du das nochmal kurz darstellen? Was war denn die Ground Truth? Also was hat man als Vergleichswert herangezogen und was war in den drei verschiedenen
Messkampagnen die Zielstellung? Welchen Aspekt der des Absetzprozesses wollte man dort genauer unter die Lupe nehmen? Ziel dieser Experimente war es, eigentlich Erfahrung zu sammeln und einordnen zu können, wie so eine Absetzroutine funktionieren kann und wie diese jetzt im speziellen Fall so, wie sie jetzt wie die funktioniert hat. Das heißt, eine offene Frage und entsprechend sind auch keine klaren Zielgrößen zunächst direkt daraus ableitbar. Was ich getan habe, um das zu beantworten, ist, kann ich diese Station dort wiederfinden, wo ich sie abgesetzt habe? Jetzt war in der Frage, war quasi von der Ground Truth die Rede. Eine Grundwahrheit habe ich dadurch nicht, weil ich habe kein externes Messsystem, was mir mit einer höheren Qualität die Position dieser Station bestimmen kann, in allen Anwendungsdomänen zur Verfügung. Wir haben ja sicherlich Möglichkeiten in der Cave mit dem Tracking-System zum Beispiel sowas zu lösen. Im Außenbereich wird es dann schon schwieriger und unter Tage steht man erneut vor der Herausforderung. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, dass es so ein Blick von außen mit einer Grundwahrheit, in dem Fall, dass der sehr schwer zu realisieren ist. Was ich aber immer machen kann, ist das Relative. Also findet der Roboter die Station dort wieder, wo er sie absetzen wollte. Und die Verfahren, mit der er nach dieser Station sucht und die versucht auch wiederzufinden, sind vollkommen losgelöst zu betrachten von denen, die er nutzt, um diese Absetzposition an und für sich zu ermitteln. Genau. Was man da vielleicht nochmal sich anschauen kann, ich habe hier so ein Video, genau. Hier bekommt man so ein bisschen einen Einblick, wie der Roboter sich bewegt. Und links sieht man vor einem magentafarbenen Hintergrund so ein bisschen den Informationshaushalt. Die Ebenen, die hier eingezeichnet sind, das sind die Ebenen, die quasi Kandidaten für die Bodenebene sind. Und gleich wird man jetzt sehen, okay, er hat den trivialen Fall, also er hat gar keine Hindernisse vor sich. In dem Moment nimmt er den Schwerpunkt dieser Station als Abseitspunkt und jetzt zeichnet er diese Position quasi ein und versucht dann dort die Station abzusetzen. Ich springe mal ein bisschen im Video, wenn ich das hier hinkriege. Und im Nachgang wird man dann sehen, wird er von oben nochmal draufschauen auf das Ganze und dann korrigiert sich auch leicht diese Pose, die die Station in dem Fall dann eingenommen hat. Also es ist aber natürlich so, man steht immer vor der Fragestellung, hat er es jetzt nicht dort abgesetzt, wo er es absetzen wollte, oder hat der Algorithmus die Station nicht dort richtig erkannt, wo er sie abgesetzt hat. Ja, also diese beiden Fehlerquellen, die gibt es natürlich in dem Verfahren. Wenn man dann aber in die Daten tatsächlich halt auch reinschaut und in diesen Vergleich, dann stellt man halt schon fest, dass man dort, wie gesagt, von Genauigkeit im Zentimeterbereich durchaus sprechen kann. Und das ist ein Indiz dafür, dass das Ganze funktioniert hat, weil das, wie gut, okay, wir können es Zentimeter genau absetzen, können wir jetzt schon mal sagen. Das nächste, was man sich noch anschauen kann, ist die Zeit, also wie lange dauert das Ganze. Die ist vor allem deswegen variabel, weil diese stichprobenbasierten Planer eine Lösung in endlicher Zeit finden, wenn es eine gibt, aber nicht entscheiden können, dass es keine Lösung gibt. Man muss da gegebenenfalls von außen diese Planungsalgorithmen abbrechen und manchmal auch andere wählen. Ne? Also es ist nicht so, dass Julius per se immer mit dem K-Piece-Planer plant. Er macht das in der absoluten Mehrzahl der Fälle, aber in Sondersituationen, wo der kein gutes Ergebnis findet, dann springt er auf einen ART zurück, also ja, oder weitere Planer, die in der Open Motion Planning Library implementiert sind. Jetzt haben wir gesprochen über die Ausgangssituation, also den Stand der Technik. Wir haben ganz am Ende über die Evaluation gesprochen, auch mit diesem sehr gut gemachten Video. Jetzt nochmal in das eigentliche Konzept hinein. Was ich mich gefragt habe beim Lesen, die Bewegung der RealSense, die ja im Raum bewegt wurde. Da gab es ein Bildchen in der Arbeit. Woraus ergab sich dieses Bewegungsmuster? Hatte das in Anführungsstrichen eine gewisse Beliebigkeit oder gab es, oder was ja vorstellbar ist, die Notwendigkeit, eine gewisse Abdeckung zu realisieren? Gab es da auch adaptive Anteile? Wie ist dieses Bewegungsmuster entstanden?
Also die Notwendigkeit, die Umgebung vollständig aufzunehmen, stellt der Ansatz selbst, wenn ich mich kollisionsfrei bewegen will. Und jetzt steht man aber vor dem Problem, um mich zu bewegen, oder also um dieses Modell aufzubauen, muss ich mich bewegen, aber ich könnte mich ja so bewegen, dass ich in Kollision gerate. Während der Fahrt bereits nimmt der LiDAR ein Umgebungsmodell auf und aktualisiert diese Octomap. Und damit kann ich zumindest sicherstellen, dass der Raum über dieser Basis kollisionsfrei ist. Die Information habe ich. Wenn das nicht gegeben ist, wenn dort schon Hindernisse sind, dann kann ich auch diese Absetzroutine nicht starten. So, also kann ich davon ausgehen, dass das gegeben ist. Ich möchte also in erster Instanz bei diesem Umschauen den Arm nur über der eigentlichen Basis bewegen. Dann ist das leicht nach unten abgewinkelt, damit ich auch den Raum entsprechend mit abscannen kann. Die Konfiguration, die der Arm dann immer wieder einnimmt, die kann der Anwender von außen als Parameter in einem YAML-File vorgeben. Also schreibe ich einfach die Gelenkwinkelkonfiguration halt rein. Wenn eine dieser Konfigurationen nicht anfahrbar ist aus irgendwelchen Gründen, besitzt Julius die Möglichkeit, zur nächsten zu springen, in dem Fall, ne, mit einer Planung. Würde ich persönlich jetzt aber schon ein bisschen kritisch sehen, weil das heißt ja, dass er irgendwas gesehen hat, was in den Arbeitsbereich oder also in den Roboter selbst auch hineinragt. Genau, also das ist das Adaptive, was da denkbar ist. Da hatte ich mich dann nämlich gefragt, wenn sich jetzt ein Absatz oder ähnliches abzeichnet, dann bedeutet das ja an der Stelle, dass ich den möglicherweise mit einem Hinterschnitt oder so weiter zunächst erstmal erfassen müsste über eine Spezialbewegung, einfach formuliert. Und wie mit der Situation gegangen wird, das steckt da als Frage. Genau. Also die Fragestellung ist jetzt, was passiert, wenn ich keinen klaren Boden habe, wenn ich vor eine Treppe zum Beispiel, in diesem Beobachtungsmodell. Die Octomap selbst geht mit diesen Freiräumen, wo sie keine Informationen hat, kann man defaultmäßig festlegen, wie die interpretiert werden sollen. Ist natürlich sinnvoll anzunehmen, erstmal da ist ein Hindernis, anstatt festzustellen, dass dort kein Hindernis ist. Als frei wird lediglich der Raum dediziert, der zwischen dem belegten Voxel und dem Sensor sich befindet. Ne? Weil wenn ich von diesem Punkt im Raum ein Signal zurückbekommen habe, dann ist ja die Strecke dazwischen wahrscheinlich kollisionsfrei. Ein explorativeres Vorgehen, um ein vollständigeres Umgebungsmodell aufzubauen, ist in der Form nicht implementiert. Man könnte sich dort aber ähnlich wie eine Frontier Exploration im Zweidimensionalen auch was vorstellen, dass man schaut, okay, wo habe ich denn noch keine Informationen? Wie müsste ich jetzt meinen Sensor ausrichten, damit ich über dieses Field of View dann neue Informationen bekomme? Soweit ich weiß, gibt es dazu auch Forschungsarbeiten. Das war ja auch so ein bisschen in dem Datensatz, den du mir mal geschickt hattest, wo es um Wasser und ähnliche Dinge ging. Eine letzte Frage noch. Die Griffposition oder die Greifposition. Einmal gab es ja die Variante mit einem zentralen Element und ich habe dann von oben gegriffen. Du hattest das auch sehr schön beschrieben, Vor- und Nachteile. Was mich an dem Setting gewundert hatte, warum dieser seitliche Griff? Warum habe ich dann nicht einfach das System mit dem Knauf oben verwendet, um von der Seite danach zu greifen? Warum diese Bügelkonstruktion? Was für Vorteile hatte das? Genau. Also zum einen ist dieser Bügel natürlich weiter am Rand von dieser Station. Ja. Zum anderen kann ich schon von beiden Seiten komme ich ran. Also ich kann die weiter wegstellen, ganz einfach. Das ist also halt auch einer der Vorteile. Zum anderen haben wir auch versucht, eine Kombination zu machen aus beiden. Also man kann sich ja auch vorstellen, dass auf diesen Rahmen her drauf hier oben noch eine Kugel draufkommt, die dann gegriffen wird. Und dann kann ich je nach Fall, das ist natürlich alles denkbar. Und mit den Erkenntnissen, die man jetzt hat, kann man das bestimmt auch konzipieren. Wir hatten uns aber damals auf so ein paar Grundformen geeinigt, um die auch gegenüberstellen zu können. Also man wollte bewusst dann auch eine Abgrenzung, nicht quasi diese Mischform, die beides hat. Also natürlich hätte ich die Station mit diesem Knauf auch an diesen Stiel greifen können, aber darum ging es nicht. Es ging halt gerade darum, von oben auf diese Kugel, weil eine Kugel hat ja auch die Eigenschaft, dass egal mit welcher Rotation ich dann draufgehe auf diese Kugel, ist immer eine Kugel. Toleranz gegenüber der Greifposition, die genau. Ich realisiere. Ja. Gut, Dankeschön. Ja. Bitte sehr. Ja, wie waren wir vorgehen? Gibt es weitere Fragen hier im Publikum? Ich habe nur eine, ich schreibe. Ich kann die auch wiederholen, einfach, ja, die Frage. Wie hätten Sie denn jetzt bei dieser DARPA-Challenge uns gesehen? Professor Furzheim hat die Frage gestellt, wie wir bei der DARPA-Challenge ausgesehen hätten.
Die ehrliche Antwort ist, wir haben leider nicht die Chance bekommen, daran teilzunehmen. Also wir haben tatsächlich uns auch um Finanzierung dort mit beworben. Also zusammen mit dem Kollegen Lösch haben wir dort einen Antrag geschrieben. Wie hätten wir dort ausgesehen? Tatsächlich sind viele der Ansätze, die dort tatsächlich realisiert wurden, hatten wir jetzt auch schon diskutiert, also mehrere Roboter zusammen. Es gab auch viele Plattformen, die radgetrieben waren und dort... Okay. Ich denke, wir hätten es auch gut geschafft. Was aber ganz wichtig ist für den Erfolg bei so einem Wettbewerb, ist, dass man ein Team hat mit einer entsprechenden Größe. Also Robotik ist nichts, was allein stattfindet. Und auch die Julius an und für sich zusammenzubauen und diese ganze Software am Laufen zu halten und so, das ist auch was wir im Team realisiert haben, entsprechend. Wenn man das entsprechende Team hat, wir haben hier den großen Vorteil, dass wir ein Forschungs- und Lehrbergwerk haben, wo wir testen können und hätte schon was Gutes werden können mit den richtigen Partnern. Also ich hätte mir dort durchaus zugetraut, mitzumachen und nicht den letzten Platz. Wahrscheinlich. Die zweite Frage, auf Folie 16, da hatten Sie eine Formel. Auf Folie 16 gab es eine Formel, das stimmt. Ja, nicht? Ja. Hatten Sie aber nicht erklärt, können Sie es mal schnell? Genau, also die Frage ist jetzt, was es mit dieser Formel auf sich hat und das Ganze zu erklären und ob ich das schnell noch nachreichen kann. Schnell nicht, das kann ich schon mal sagen. Die Herleitung findet sich auf jeden Fall in der Dissertation. Die Fragestellung ist, also am besten macht man es hier mit dieser Grafik so ein bisschen. In dem Moment, wo ich die Hand greife, ne, ist diese Station definiert über die Verbindung zwischen Hand und Station, Arm und Hand und Roboterkoordinatensystem und Arm. Ja, ich kann quasi diese Transformation, dieses Orange hier berechnen. Das ist wesentlich. Und in dem Moment, wo ich es absetze, wo ich mir die Frage stelle, wie ich das Ganze absetze, kann ich die Rotation, wie ich es absetze, frei wählen. Das heißt, wenn wir nochmal hier auf die Formel gehen, und sich dieses Dreieck hier vor Augen führt. Wir wissen jetzt, was das Orange ist. Ne? Das Blaue ist sowieso klar, weil das ist ja die Pose im Raum, wo Julius die Station absetzen wollte. Das ist quasi auch gegeben. Und diese gestrichelte Linie hier, die können wir jetzt frei wählen, wie diese Hand im Raum orientiert ist, damit diese Station genauer an dieser Position abgesetzt werden wird. Also wenn Sie sich jetzt eine Tasse vorstellen, ich kann wählen, wo ich den Henkel hin zeigen lasse, aber die Tasse bleibt an derselben Position in dem Moment. Ja, und dieser Freiheitsgrad, das ist hier das Gamma, ja, in Anlehnung an Eulerwinkel, also ist quasi die Drehung um die Z-Achse. Und die ergibt sich jetzt über diese Transformation, die hier hinten in dem Sinne aus dem Kontext genommen relativ kryptisch steht. Das heißt, die Rotation zwischen Arm und Station und dann noch der Hand findet hier Einfluss. Also im Detail müssen wir jetzt wirklich in die Formeln gehen und also wir können es machen, aber. Ja, also es ist dann entsprechend ein Minimierungsproblem. Ich möchte, dass diese gestrichelte Linie hier minimal wird und genau. Und dann über die erste und zweite Ableitung, das ist dann mit Rotation ein bisschen Schreibarbeit, das alles zu machen. Wurde gerade schon angesprochen, ja, wenn unebener Boden ist oder irgendwelche Stufen versetzt oder so, oder könnte die Gefahr bestehen, dass die Box umkippt, also schräg absetzt, oder ist das Ganze so gemacht nach dem Motto, solange er sich nicht sicher ist, macht er erstmal nichts und sucht einen besseren Platz weiter? Die Frage war, ich wiederhole es nur nochmal für den Livestream, was bei unebenem Untergrund, inwiefern es da mit der Standsicherheit der Box sich verhält, also ob da eine Bewertung vorher stattfindet und was passiert, wenn gefährdet ist, dass die Station umfällt, beziehungsweise wenn sie tatsächlich umfällt. Also so eine Bewertung findet nicht statt. Das ist ein sehr naiver Ansatz, den ich da gewählt habe, der davon ausstellt, dass ich ein gut gestelltes Problem habe. Also es muss eine Position geben, wo ich das absetzen kann. Oder andersrum formuliert, wenn ich die Station dort nicht absetzen kann, dann geht es auch an keinen anderen Punkt in dieser Fläche. Ich setze das trotzdem nicht sehenden Auges mit einer Kollision ab, sondern in dem Moment, wo der Roboter die
Station absetzen soll auf dem Boden, überprüft er das Ganze nochmal mit dem Umgebungsmodell. Und wenn das nicht möglich ist in dem Moment, dann kann er sie nicht absetzen, tatsächlich. Es gibt eine Nachfrage von Professor Vorzeln. Mir ist gerade eine Frage dazu eingefallen, dann haben Sie noch was. Nee, bitte. Wie weit könnte denn die Box, die Sie absetzen, noch bei der Sache helfen? Warum ist die ja völlig passiv? Aber könnten Sie das einfallen lassen, dass die Box eine aktive Rolle spielt? Ja, ich bin jetzt vernünftig gegriffen oder hallo, hier bin ich und all solche Sachen. Ja. Das ist eine aktive Box. Genau. Die Frage ist, was jetzt eine tatsächlich smarte Sensorbox, welchen Mehrwert die bei der Handhabung leisten kann. Was ich mir dort vorstellen kann, ist, dass man eine IMU mit verbaut in dieser Box, die die Eigenbewegung der Box schätzt, während sie abgesetzt werden soll. Weil in dem Moment habe ich ja wieder, der Roboterarm macht das Ganze mehr oder weniger blind. Der hat keinen expliziten Sensor, der ihm ein Feedback darüber gibt, wie sicher diese Box sich bewegt. Und wenn es dann eine zu große Abweichung zwischen dem, wie der Arm die Box bewegen möchte oder auch tatsächlich bewegt und dem, wie die Box ihre Eigenbewegung wahrnimmt, stattfindet, dann weiß ich zumindest und habe schon mal einen Indiz, okay, hier passiert irgendwas, was ich nicht mehr weiß und habe eine gewisse Unsicherheit. Das ist sicherlich ein Mehrwert. Und vor allem, wenn man dann weiterdenkt, wenn man also sagt, okay, das ist sicher, wie die Box die Eigenbewegung schätzt, kann man auch sagen, diese starre Transformation, die ich zurzeit habe, zwischen Box und Hand, die kann ich dann natürlich entschärfen. Ich kann die Finger ein bisschen öffnen und kann halt auch irgendwie das Ganze wirklich, also dexterous manipulation, sagt man dann auch dazu, in der Hand selber die Box bewegen. Also da entsteht definitiv noch ein wesentlicher Mehrwert. Okay, ich würde dem Professor Michael jetzt die Möglichkeit geben. Der Livestream ist noch 20 Sekunden her. Ja. Ja, ich höre Sie auch. Vielen Dank für die Frage. Es war jetzt im Livestream sicherlich nicht vollumfänglich zu verstehen. Deswegen wiederhole ich es an der Stelle nochmal gerne. Professor Michaud hat gefragt, was notwendig wäre, um aufbauend auf diese Forschung direkt hier in Freiberg und im speziellen im Forschungs- und Lehrbergwerk tätig zu werden. Also was wären quasi Schritte, die sich jetzt anschließen könnten und die ich auch in Angriff nehmen würde. Da könnte man jetzt diese Folie in dem Zusammenhang mal aufrufen, was oder man begegnet im Forschungs- und Lehrbergwerk zum einen der Möglichkeit, dass man ein Experimentierfeld hat, was man relativ beliebig und auch über einen kurzen Weg erreichen kann, was sehr angenehm ist als Forscher in dem Kontext. Und
was wir uns vorgenommen hatten im Aridua-Projekt, ist, dort ein Sensornetzwerk aufzubauen. Also diese Stationen, die jetzt abgesetzt werden können, dort zu platzieren und idealerweise vielleicht sogar so zu platzieren, dass die ein Mesh-Netzwerk aufbauen, sodass man dort eine kontinuierliche Abdeckung hat mit einem WLAN-Signal oder auch mit einem Bluetooth-Signal oder ähnlichen kabellosen Technologien. Und dann, daraus erwächst dann auch die Möglichkeit, abgelegene Gebiete in einem Bergwerk vielleicht dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum mal zu überwachen und dort Umgebungsbedingungen aufzunehmen. Beispielsweise Temperatur, Luftfeuchte oder was vielleicht auch interessant ist, ist der Radongehalt, der sich dort irgendwo ablagert, ohne dass der Mensch sozusagen den Querschnitt dann betreten muss und mit eventuellen Verwirbelungen oder Ähnlichem dort einen Einfluss nimmt. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ein nächster Aspekt wäre, den man weiter elaborieren kann. Was ich aber auch sehr charmant finde, ist der Gedanke, dass so ein Roboter wie Julius als Werkzeug für eine Grubenwehr dienen könnte. So die Fragestellung, welches Skillset muss so ein Roboter jetzt mitbringen, damit die Grubenwehr auch tatsächlich dann den Einsatz davon profitieren könnte. Das können auch ganz, ich sag's mal, einfache Dinge sein, zum Beispiel, dass er ein Kamerabild zurückliefert von einer Kurve, um die man jetzt nicht gehen will, oder einen Abschnitt vom Bergwerk, wo unklar ist, ob von der Fürste oben irgendwie Gefahr droht. Ne? Das entsprechend ausleuchtet und dann dort ein Kamerabild aufnimmt. Was man bei der DARPA-Challenge dann auch gesehen hat, ein interessantes Zusammenspiel in einem Bergwerk ist und dann vor allem vielleicht in Höhlensystemen oder wo größere Querschnitte sind, ist das Zusammenspiel von Drohne und Roboter. Also das sind auch ganz interessante Aspekte, die dort noch zu diskutieren sind. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Verzögerung des Livestreams kurz abwarten. Ja, also die Frage wäre, ob es aus dem Online-Publikum noch eine Frage gibt. Ja, also Professor Jung hat die Fragen, wenn ich das richtig verstanden habe, hat fürs Publikum geöffnet und die Frage ist jetzt, ob im Livestream es quasi noch weitere Fragen gibt. Ich würde da kurz die Verzögerung abwarten wollen, also ungefähr so 20 Sekunden, ob da jemand was schreibt oder nicht. Ansonsten nutze ich kurz die Gelegenheit, um da mal ein bisschen zu lesen. Es ist erstmal schön, das war das Feedback. Wir waren also zu verstehen auch die ganze Zeit. Also die Öffentlichkeit konnte teilnehmen. Jetzt der Micho schreibt im Chat, er hat noch eine Frage. Ich bin gerade gemutet. Ja, genau. Ich hatte auf den Livestream umgeschaltet kurz und deshalb gemutet und im Livestream alle verfolgen und nicht dich, aber jetzt habe ich dich wieder gefunden. Okay, ich würde mal ganz kurz zurückgehen auf die Antwort des Sensors. Wo sehen Sie denn da Limitationen und Probleme, wenn wir sowas aufbauen wollen? Gerade in unserem Bergwerk, können wir denn überhaupt ein solches WLAN-Sensor entsprechend umsetzen? Die Nachfrage geht, ob es jetzt so ein kabelloses Sensornetzwerk konkret umsetzbar ist im Forschungs- und Lehrbergwerk und wo ich etwaige Limitationen sehe. Man muss dem begegnen, was es dort für Umgebungsbedingungen gibt. Also man hat feuchte Luft bis hin zum Kondensieren direkt. Davor muss man entsprechende Hardware schützen. Das sollte mit solchen Ummantelungen jetzt von Plastik möglich sein. Das nächste ist natürlich die Energieversorgung dieser Station. Also man müsste gegebenenfalls vielleicht nochmal Stromkabel verlegen, wenn man einen dauerhaften Betrieb will, oder aber auf der anderen Seite die entsprechenden Knoten mit genügend Akkukapazität auch ausstatten. Dort vielleicht nochmal schauen, ob Lithium-Ionen wirklich die richtige Lösung ist oder vielleicht gibt es auch noch experimentellere Batteriekonzepte, die ein bisschen besser mit dieser niedrigeren Temperatur umgehen.
und natürlich dort auch in der Power Consumption, also quasi im Stromverbrauch dieser Technologien, noch ein Auge darauf haben. Insbesondere, wenn es darum geht, wann und was diese Stationen dann senden. Also jetzt nicht wie, sage ich mal, dauerhaft irgendwie in den Äther rein senden, wie ein Temperaturwert ist, sondern vielleicht erst, wenn der sich ändert. Oder ja, da gibt es verschiedene Bluetooth Low Energy, verschiedene Technologien, die damit umgehen. Das sind, sage ich mal, alles die Sachen, die man mit auf dem Schirm haben muss. Gibt es was, was das grundlegend ausschließt im Forschungs- und Lehrbergwerk? Ja, habe ich jetzt in dem Sinne nichts gesehen, was dem entgegenspricht. Man sollte es meiner Meinung nach auf jeden Fall im Rahmen von einem Forschungsvorhaben mal einfach versuchen und kann sich da vielleicht gegebenenfalls auch mit anderen Bergwerksbetreibern, also vor allem aus dem kommerziellen Sektor, austauschen, ob es da bereits Erfahrungswerte gibt. Ja, also noch die Nachfrage von Herrn Micho über den Chat. Bedeutet WLAN eine Gefahr unter Tage und konkreter, welche Gefährdungspotenziale gehen von WLAN aus? Okay, ja. Das Gefährdungspotenzial von WLAN unter Tage. Also es wird natürlich dann zur Gefahr, so ein WLAN oder so ein Signal im Allgemeinen, wenn es Sachen auslöst, die es nicht auslösen soll. Es gibt funkbetriebene Sprengzünder, mit denen gesprengt wird unter Tage. Die arbeiten nach meinem Wissen, und ich bin jetzt sicherlich kein Experte auf dem Gebiet, aber in einem vollkommen anderen Frequenzbereich wie das WLAN-Netz. Also wir sind da nicht im 2,4 GHz oder 5 GHz-Band, sondern deutlich, deutlich niederfrequenter. Die Frage ist, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass quasi aus Versehen so ein WLAN-Signal, so ein Sprengzünder auslöst? Müsste man mit dem Hersteller konkret nochmal vielleicht diskutieren? Ich denke nicht. Ich denke auch nicht, dass es in untertägigen Anlagen eine gesonderte Gefährdungslage jetzt für WLAN-Signale gibt, die jetzt so irgendwo anders nicht präsent sind. Zumindest sind mir keine Sachen bekannt. Signalstärken da ein Risiko haben, wir müssen Mindestabstände einhalten. Und das ist halt das Problem, dass wir auf einem sehr, sehr engen Raum und auf den konkurrierenden Bedürfnisse haben. Ich wiederhole es nochmal kurz für den Livestream. Es ist so, dass bei der Sprengtechnologie, wenn dort entsprechend gearbeitet wird, dass zu Interferenzen kommen kann, wohl zwischen diesem Schlitzkabel, was dort verlegt ist, also kennt man aus Zügen, da sind solche Kabel auch verlegt, die ein WLAN-Signal aussenden, dass es da zu Interferenzen kommen kann mit dieser Sprengtechnik. Das weiß ich einfach nicht, das muss ich an der Stelle sagen. Dafür kenne ich die Technologie nicht. Wenn dem so ist, würde ich... Also dann sollte man eine entsprechende Schirmung auf diese Sprengtechnologie machen, wenn das so kritisch ist, finde ich. Vielleicht wurde dem noch nicht Rechnung getragen, weil wenn das Argument im Endeffekt ist, okay, der Abstand zwischen dem Störsignal und meinem Kabel, was ich dort eventuell habe, oder meinem Empfänger, da ist das Abstand mein Schirmungsmittel, den ich natürlich immer nehmen kann. Und das ist so kritisch, dann sollte ich vielleicht über eine Box nachdenken mit einer entsprechenden Schirmung, die das sowieso nach äußeren Störgrößen abschirmt. Und ich denke mal, damit hat man dem schon hinreichend Rechnung getragen. Ansonsten würde mich natürlich interessieren, ob derartige Überlegungen eher auf Erfahrungen beruhen, dass es tatsächlich mal passiert ist, oder ob das ob man hier prinzipielle Ideen diskutieren. Also ist das eher vielleicht ein theoretisches Problem als ein praktisches? Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen. So schlimm. Ein Grund mehr, das Ganze mit dem Roboter zu machen, würde ich sagen. Bitte sehr. Es gab mittlerweile auch eine Frage aus dem Chat. Die würde ich jetzt bei der Gelegenheit gerne vorlesen. Also, der David Vogt hat eine Frage, und zwar: Wie robust ist die PCA-Schätzung der Absetzposition? Hintergrund: Ich denke hier an rotierende PCs und starkes Rauschen, was die Varianz stark beeinflussen kann. Okay.
Ja, die Hauptkomponentenanalyse ist natürlich ein statistisches Verfahren und entsprechend immer abhängig von der Datengrundlage, die es zur Verfügung hat. Es ist schon robust, um das Ganze mal einzumachen. Ich habe hier mal noch ein Video. Ja, so. Der violette Punkt ist hier die PCA und soweit die Szene sich nicht beendet, natürlich wackelt der die ganze Zeit ein bisschen, aber er bewegt sich zumindest grob immer in demselben Raum auf. Wenn ich jetzt Störeinflüsse aus dem Sensor tatsächlich habe, also ein höheres Hintergrundrauschen und mit meinem Signal auch sehr stark am Rauschen drinne bin, dann hätte ich hier Artefakte, die immer wieder aufblitzen. Also irgendwelche Hindernisse, die auf einmal in die Szene reinkommen und wieder verschwinden. Ne? Weil es ist ein kontinuierliches Video, was wir hier sehen. Also, und entsprechend wäre es jetzt überraschend, wenn dort immer wieder Hindernisse einfach aufploppen und weggehen. Ich habe es praktisch in den Experimenten nicht festgestellt. Ich habe das auch also mit mehreren tausend Szenen im Endeffekt evaluiert, die Ansätze. Und hier sieht man jetzt auch mal, wie so ein paar Hindernisse, also diese dunkelblauen Punkte halt reinkommen und wie jetzt die verschiedenen Verfahren sich halt auch verhalten in dem Fall. Und wenn man jetzt diesen violetten Punkt in dem Moment betrachtet, dann sieht man schon, jetzt springt er gerade ein bisschen, aber im Prinzip bleibt er immer in denselben Sektoren dort irgendwie hängen. Mit Nachfragen ist halt jetzt schwierig oder eine offene Diskussion, weil das habe ich nicht zu entscheiden. Ja. So, vielen Dank. Wir beenden hier diesen Teil die Verteidigung und die Kommission zieht sich zurück und muss jetzt ein bisschen arbeiten und ist dann zurück, wenn sie fertig ist, eine Stunde oder sowas. Wir haben vielleicht noch zwei, drei Stunden. Ja. Ich stehe hier einfach und zitter. Ich habe heute nichts mehr vor, also ich bleibe hier. Okay. Aber der Christian ist natürlich an seine Arbeitszeit gebunden. Bitte sehr, bitte sehr. Verstehen bin? Ja. David hat schon mal das Ergebnis gesehen. So, wir haben noch ein paar Kekse mitgebracht. Das ist sehr nett. Das gibt es auch nicht alle Tage. Jo, also, läuft der Livestream oder was? Der Livestream läuft, ja. Und also gut. Da muss ich Sie noch fragen, ob ich die Note verkünden darf. Ich bitte Sie sogar darum. Nein, nein, also ich könnte sie Ihnen dazu tuscheln oder wir können sie öffentlich verkünden. Das dürfen Sie noch entscheiden. Ich möchte gerne, dass die Note öffentlich verkündet wird. Gut, also ich gratuliere Ihnen schon mal. Und die Note, da haben wir uns für Magna Cum Laude entschieden. Und ich gratuliere Ihnen also jetzt, dass Sie alle Leistungen erbracht haben. Fast alle. Sie müssen, glaube ich, noch irgendwie das hier abgeben oder so ähnlich. Und Doktor dürfen sich aber erst nennen, wenn Sie die Urkunde haben. Okay. Und vielen Dank für die Glückwünsche. Ich muss die noch unterschreiben, die Urkunde. Okay. Und der Rektor auch. Und der Rektor auch. Das dauert ein bisschen. Genau. Und vorher noch veröffentlichen und jetzt erstmal. Bravo!